Wir von Urgestein wünschen euch frohe Weihnachten und besinnliche Feiertage. Auf das. Prost. Wir haben jetzt hier ein Podest gebaut für die neue Lounge. Und jetzt tippe mir der leckerste Raum im ganzen Haus, Hems Kitchens Küche. Freundlichen Grüßen, euer Urgestein-Team. Peace out! Hallo liebe Community und herzlich willkommen zum Aftermovie von der letzten Urgestein Games Night, die wir am 23. November hatten. Das Essen war sehr gut. Wir hatten Spare Ribs und Wedges und es war einfach einmalig. Also die Leute haben nett gewirkt. Ja, mit denen zu zocken war lustig. Es haben sich alle unterhalten, es haben sich alle aufgenommen gefühlt. Sie haben sich alle untereinander auch gut verstanden. Die Atmosphäre war großartig, es war wirklich cool. Richtig was los. Ich habe gezockt Tony Hawk, ein Skatespiel. Mario Kart habe ich selber gespielt. Dann habe ich gezockt Bowling, Wii Sports, das war sehr lustig. Es war immer jeder engaged dabei, voll am Spaß haben. Ja genau, Street Fighter wollten sie unbedingt haben. Der Samstagabend war an sich perfekt für das Ganze. Da sind echt Spiele dabei, die, vor allen Dingen bei den Brettspielen, wo man sich denkt, so, wow, habe ich noch nie gespielt, ist eigentlich ganz cool. Bringt's einen Freund mit oder eine Freundin. Wir machen am 11. Januar 2020 die nächste Urgestein Games Party. Hey, du musst unbedingt dabei sein, weil das Essen war mega geil. Die Spiele, die die Leute gespielt haben, sind cool. Und zum Thema Essen gibt es eine besondere kulinarische Überraschung, wahrscheinlich mit einer Live-Cooking-Einlage. Von den Leuten her und von der Atmosphäre her und von dem Spaß, der da einfach stattfindet, mega. Lebe ich selten.